Hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Möchtest du Medizin studieren oder studierst vielleicht schon Medizin und bist noch ganz am Anfang und fragst dich, wie ist das denn eigentlich wirklich? Hat man dann wirklich keine Freizeit mehr im Medizinstudium und ist die ganze Zeit nur am Pauken und Lernen? Und wenn du dich das fragst, dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich werde dir jetzt einige ehrliche, authentische, echte Antworten von meiner eigenen Erfahrung, von meinem eigenen Medizinstudium an die Hand geben. Und ja, vorab kann ich dir sagen, es gibt keine pauschale Antwort auf die Frage, hat man dann keine Freizeit mehr im Medizinstudium, weil es natürlich total unterschiedliche Typen von Menschen gibt, unterschiedliche Typen von Lernern und unterschiedliche Phasen auch im Studium. Zum einen hängt es natürlich davon ab, wie hoch deine eigenen Ansprüche an dich selbst und an deine Leistungen und an dein Wissen im Medizinstudium sind. Auf der einen Seite gibt es ja die, die ja sehr perfektionistisch sind und strebsam und die möglichst das ganze Wissen aufsaugen und lernen möchten und auch in jeder Prüfung möglichst gut abschneiden möchten. Das wäre ja so das eine Extrem. Und auf der anderen Seite gibt es die, die da eher irgendwie lockerer sind und entspannter und sich irgendwie durchwursteln wollen durchs Medizinstudium und ja, die Prüfungen Hauptsache irgendwie bestehen möchten, denen aber die Noten total egal sind zum Beispiel. Und ja, bei diesen unterschiedlichen Typen ist es natürlich auch klar, dass die unterschiedlich viel lernen werden. Die alles wissen möchten und möglichst gut abschneiden möchten, werden vermutlich mehr lernen als die, die immer nur gerade so irgendwie durch die Prüfungen kommen. Das ist ja ganz logisch. Und dann ist das Pensum, wie viel man lernt, natürlich auch noch davon abhängig, in welcher Phase im Studium man sich gerade befindet. Es gibt Semester, da sind eher weniger Kurse, die sind eher entspannter. Und dann gibt es Semester, die sind total vollgepackt. Bei mir war das zum Beispiel das Anatomiesemester, also als ich den PrEP-Kurs hatte. Ja, das war wirklich vollgepackt mit allen möglichen Kursen. Wir hatten den PrEP-Kurs, dann alle 2-3 Wochen da auch noch mündliche Testate, wo man für lernen musste. Dann hatten wir noch das Biochemie-Praktikum, da auch alle 2 Wochen ein Testat. Dann noch Physiologie-Praktikum, wo es natürlich auch sinnvoll war, wenn man ein bisschen Ahnung hatte, worum es geht im Praktikum. Also das war schon sehr intensiv, einfach von den Kursen her und von den Prüfungen her während des Semesters. Und ja, in solchen Semestern ist es natürlich auch krasser und umfangreicher vom Lernpensum her als in anderen Semestern, in denen vielleicht weniger los ist. Und tendenziell würde ich auch sagen, dass die Vorklinik, also so die ersten 4 Semester, die ersten 2 Jahre im Medizinstudium, dass die stressiger sind vom Lernen her und dass es da mehr zu lernen gibt als später dann in der Klinik. In der Klinik, da gab es dann nicht mehr gefühlt zumindest ganz so viele Praktika und auch nicht ständig irgendwelche Prüfungen während des Semesters. Also das war für mich vom Gefühl her auf jeden Fall entspannter als in der Vorklinik. Und jetzt möchte ich mit dir noch ein bisschen ins Detail gehen und zwar habe ich mir 3 einzelne Phasen überlegt, die es ja so gibt im Studium. Und ich möchte jetzt mit dir jede dieser Phasen einmal genau angucken und dir aus meiner Erfahrung mitgeben, wie viel man in diesen einzelnen Phasen so lernen muss und wie viel Freizeit dann ja, dementsprechend noch übrig bleibt. Und die eine Phase, die es so gibt, ist natürlich die Phase während der Semester. Also wenn du zum Beispiel im Winter anfängst, im Wintersemester anfängst mit dem Medizinstudium, dann wäre das eben die Phase von Oktober bis Januar. Also die Phase einfach, während der das Semester läuft sozusagen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herangehensweisen, wie viel man während dieser Zeit lernt oder eben auch nicht. Zum einen gibt es die Option, dass man während des Semesters schon versucht, alles mitzulernen und dass man vielleicht auch in die Vorlesungen geht. Und auf der anderen Seite gibt es die Option, das haben auch einige gemacht, dass sie eben während des Semesters eher wenig gelernt haben oder nichts und dann
am Ende des Semesters, wenn die Prüfungsphase war, dann versucht haben, das ganze Wissen in kurzer Zeit reinzuballern, damit sie es eben für die Prüfung parat hatten. Also, wenn du eher der erstere Typ bist, der lieber mitlernt schon während des Semesters und dann vielleicht in der Prüfungsphase nicht so wahnsinnig viel Stress haben möchte, dann ist es natürlich logisch, dass du während des Semesters mehr zu tun hast, dass du noch mehr lernen wirst, als wenn du dich für den Weg entscheidest, dass du da eher nicht so viel mitlernst, erstmal während des Semesters und ja, dann lieber am Ende des Semesters das Ganze geballt gerne hättest. Und natürlich gibt es da auch einen Mittelweg, das würde ich dir vielleicht sogar empfehlen, dass du weder dich während des Semesters schon total reinstresst, noch dass du alles aufschiebst bis in die Prüfungsphase. Also du kannst ja so ein bisschen mitlernen immer, kannst gucken, okay, was interessiert mich, welche Vorlesungen interessieren mich vielleicht, welche Vorlesungen bringen mir was, da gehe ich rein. Und genau, dass du eben während des Semesters schon was mitnimmst und dass es in der Prüfungsphase dann nicht ganz so stressig für dich wird. Und ich habe das Ganze so gehandhabt, ja, beziehungsweise bei mir war es auch unterschiedlich. Im Endeffekt war es für mich dann aber am besten, wenn ich es so gemacht habe, dass ich während des Semesters so ein bisschen mitgelernt habe und wenn ich mir während des Semesters schon meine Gedächtnispaläste gebaut habe, für die einzelnen Themen, zum Beispiel für die einzelnen Krankheiten oder wenn du jetzt in der Vorklinik bist, könntest du es machen für die einzelnen, was weiß ich, Muskeln, Arterien, Nerven, Stoffwechselwege. Und ja, weil Gedächtnispaläste, das dauert eben ein bisschen Zeit, vor allem wenn man noch nicht so drin ist in dieser Gedächtnistechnik. Und deshalb war das für mich irgendwie total praktisch, mir diese Paläste während des Semesters zu bauen. Dann standen die alle schon so in der Prüfungsphase und dann musste ich sie nur noch einmal wiederholen oder ein paar Mal wiederholen, kurz vor der Prüfung und hatte da nicht mehr so den Wahnsinnsstress dann. Wenn du noch nicht weißt, was Gedächtnispaläste sind, dann schau dir auf jeden Fall unseren Kanal Happy Hippocampus genauer an. Abonnier den Kanal am besten auch gleich. Wir haben da auch eine ganze Playlist zu Gedächtnispalästen bzw. zur Loki-Methode und wie du diese geniale Gedächtnistechnik im Medizinstudium anwenden kannst. Und also gerade wenn du jetzt am Anfang bist, ich kann es dir sowas von ans Herz legen, mit dieser Technik zu lernen. Das ist auch die Technik, mit der die ganzen Gedächtnissportler und Weltmeister ihre krassen Leistungen vollbringen und genau diese Technik kannst du dir natürlich auch im Medizinstudium zunutze machen. Und ganz viele Gedächtnispaläste haben wir für dich auch schon vorgebaut. Wenn dich das interessiert, dann schau mal vorbei auf www.happyhippocampus.com. Ja, und wie gesagt, ich habe mir diese Gedächtnispaläste während des Semesters ganz entspannt gebaut und hatte sie dann eben am Ende des Semesters zur Prüfungsphase schon fertig. Ja, und wie habe ich es mit den Vorlesungen gehandhabt? Also, ich habe es immer so gemacht, ich habe mir die Vorlesungen angeguckt zu Beginn des Semesters. Ich bin da reingegangen, habe auch Studenten aus den höheren Semestern gefragt, welche Vorlesung ist gut, welche bringt was. Und dann habe ich für mich geguckt, welche Vorlesung interessiert mich wirklich und wo nehme ich was mit. Also, ich würde nicht nur in die Vorlesung gehen, weil sie angeboten wird, sondern ich kann dir empfehlen, schau wirklich bei jeder einzelnen Vorlesung, bringt die mir was oder wird es mir vielleicht mehr bringen, ja, mich daheim zu entspannen oder mir den Stoff daheim anzugucken. Und je nachdem kannst du dann entscheiden, in welche Vorlesung du reingehst und in welche nicht. Ja, und dementsprechend war ich dann weit davon entfernt, in jede Vorlesung reinzugehen, geschweige denn die vor- oder nachzubereiten. Dieser Aufwand, das wäre einfach, ja, war mir viel zu viel und hätte mir, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Und schau da einfach, was für dich am besten funktioniert. So, die zweite Phase, die es so gibt im Medizinstudium und die wir uns jetzt mal angucken wollen, ist die Prüfungsphase. Die ist ja auch eben schon angeklungen. Und meistens ist es ja so, dass man am Ende des Semesters ja einen geballten Haufen Prüfungen hat. Manchmal hat man schon eine einzelne Prüfung während des Semesters, aber meistens ist es wirklich so, dass die Prüfungen am Ende des Semesters kommen.
Und wie ist es jetzt in dieser Zeit? Hat man da noch Freizeit oder ist man ständig am Lernen? Und da hängt es natürlich auch wieder davon ab, wie viel hast du vorher schon gelernt, wie viel kannst du schon, hast du dir vielleicht schon deine Gedächtnispaläste gebaut für die einzelnen Themen und wie viel musst du neu lernen? Und ja, insgesamt kann ich dir aber sagen, gibt es schon meistens Phasen, meistens am Ende von jedem Semester, ja, wo man nicht viel anderes macht als lernen, wo man eben früh aufsteht, anfängt zu lernen, dann macht man mal eine Mittagspause, dann geht es weiter bis abends und ja, klar, zwischendurch ist immer Zeit, irgendwie mal einen Spaziergang zu machen, beziehungsweise ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dir die Zeit zu nehmen oder aus meiner Sicht ist auf jeden Fall genug Zeit, noch Sport zu machen oder sich mal mit einem Freund oder einer Freundin zu treffen. Und ja, aber es ist schon so, dass am Ende der Semester in der Prüfungszeit, dass man da die meiste Zeit lernt. Also bei mir war es zumindest so und bei meinen Kommilitonen, was ich so mitgekriegt habe, zumindest auch. Und das ist aber auch in Ordnung, weil es halt meistens ein paar Wochen sind und es geht ja jetzt nicht ewig und dann ist es auch wieder vorbei und dann hat man Semesterferien. Ja, gut, in den Semesterferien kommt es natürlich auch drauf an, ob du jetzt da dann arbeiten musst, ob du noch Pflegepraktikum machen musst oder Formulatur. Ja, aber im Prinzip ist in den Semesterferien dann auch ja, Lernpause. Da musst du jetzt nicht großartig was lernen, außer du hast am Beginn des nächsten Semesters wieder eine Prüfung. Und die dritte Phase im Medizinstudium, die ich mit dir jetzt noch mir angucken möchte, ist die Phase vor den Examina. Also vorm Physikum, die Phase, die 3 Monate vorm Physikum, das ja meistens am Ende des 4. Semesters ist, und auch die Phasen vor dem M2 dann und vor dem M3, also vor den anderen Staatsexamina, vor und nach dem PJ. Und ja, wie sieht es jetzt da aus mit der Freizeit und mit dem Lernpensum? Also ja, da kann ich dir sagen, gerade vom Physikum, das war wahrscheinlich die krasseste Zeit bei mir, die krasseste Zeit im gesamten Medizinstudium und die intensivste Zeit. Ich habe da sehr viel gelernt und das halt auch über einen sehr langen Zeitraum, über mehrere Monate. Ich glaube, ich habe so 3-4 Monate ziemlich intensiv gelernt. Und ja, also ich will da auch ganz ehrlich zu dir sein, beim Medizinstudium muss man einfach eine riesen Menge an Lernstoff lernen. Das Problem ist gar nicht mal so sehr aus meiner Sicht, dass der Lernstoff irgendwie so groß schwierig wäre, sondern eher dieser Umfang an Lernstoff. Und dementsprechend kann es auch wirklich gerade in solchen Phasen vorm Physikum sehr stressig werden und man kann wirklich an seine Grenzen kommen. Und dann kann es sein, dass es Momente gibt, wo man da sitzt und sich einfach nur denkt, boah, wie soll ich das alles jemals hier reinkriegen? Es geht einfach nicht in dieser kurzen Zeit. Wie soll das gehen? Und dann wird es Momente geben, in denen man vielleicht total überfordert ist. Und wenn du jetzt vielleicht mit Medizinstudenten in älteren Semestern sprichst, vielleicht werden die dir dann so sagen, ach ja, Physikum geht schon, Vorklinik, ja, kriegst du schon irgendwie rum, es geht schon alles. Und ich habe dann manchmal den Eindruck, dass wenn man es hinter sich gebracht hat, wenn man das geschafft hat, dass man dann es ein bisschen vielleicht vergisst, wie krass anstrengend es wirklich war und wie krass man sich wirklich reingestresst hat. Und ich möchte dir auf jeden Fall sagen, wenn bei dir Momente kommen im Medizinstudium, wo du einfach nicht weiter weißt, wo du dich überfordert fühlst, dann kann ich dir sagen, bist du nicht alleine. Ich glaube, es geht wirklich den allermeisten Medizinstudenten so, ob sie es zeigen oder nicht. Und genau da möchten wir dich auch unterstützen mit Happy Hippocampus und genau deshalb bauen wir auch für dich schon Gedächtnispaläste und machen da Merkvideos draus, wo du im Idealfall nur auf Play klicken musst und danach den Lernstoff kannst, um dich eben zu unterstützen, damit du dein Medizinstudium besser meistern kannst und damit du dich nicht kaputt machen kannst. Ja, und es ist so cool zu sehen, wie das auch für dich, für euch funktioniert. Und wenn wir dann so Rückmeldungen kriegen wie,
Boah, cool, dank eurer Videos habe ich jetzt mehr Freizeit vom Physikum. Und ja, wenn dich das interessiert, dann schau wie gesagt vorbei auf www.happyhippocampus.com. Da haben wir Lernpakete mit Merkhilfen, mit Gedächtnispalästen, vor allem für Biochemie und auch ein bisschen für Anatomie im Moment. Und zum Ende möchte ich dir jetzt noch mitgeben für dein Medizinstudium. Ich kann dir empfehlen, dir Zeit für dich zu nehmen. Nimm dir, egal in welcher Phase, nimm dir bewusst Zeit für dich, für die Dinge, die dir gut tun, für die Dinge, ja, die dir Spaß machen und mach dich, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit zur Priorität. Und ja, aus meiner Sicht sind so Sachen wie Noten und Prüfungen, ist es irgendwie zweitrangig. Und ich finde, es ist das Wichtigste, dass es dir gut geht, dass du schaust, ja, dass du da gut durchkommst und dass du dich nicht kaputt machst. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was wir Mediziner den Menschen mitgeben möchten. Ja, nämlich mehr Gesundheit. Und ich finde, das sollten gerade wir Mediziner noch viel mehr leben, dass wir den Menschen zeigen, wie man gesund bleibt, wie man auf sich achtet, wie man sich Gutes tut, anstatt sich selber irgendwie, ja, da im Studium und dann später auch bei der Arbeit kaputt zu machen. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt was mitnehmen aus diesem Video. Schreib mir sehr gerne in die Kommentare, wie du das Ganze siehst, ob du da vielleicht Bedenken hast bezüglich Medizinstudium und bezüglich dem ganzen Lernpensum. Und wenn du noch Fragen hast, ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.